Eine Reise nach Tibet steht für die Teilnehmer des 1:1 Mentoring-Programms diesmal auf dem Plan. Eine Reise, die mit einem Stempel im Pass und einer Begrüßungszeremonie beginnt. Das Angebot des Vereins Kein Abseits sieht vor, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, darunter auch viele Flüchtlingskinder, zusammen mit ihrem Mentor an unterschiedlichen spannenden Aktivitäten teilnehmen. Doch das ist noch nicht alles. Der Verein, der inzwischen auf eine 5-jährige Erfolgsgeschichte zurückblickt, leistet auf unterschiedliche Arten einen wertvollen Beitrag zur Bildungsförderung und baut spielerisch Brücken zwischen den Kulturen. Ich habe 2011 zusammen mit meiner Freundin Sinem Alparslan Kein Abseits e.V. gegründet. Seitdem machen wir Bildungsintegrationsprojekte, um zu mehr Bildungsgerechtigkeit in Berlin beizutragen, aber auch Begegnungen zwischen verschiedenen Lebenswelten zu ermöglichen. Einerseits zwischen gleichaltrigen Kindern, also beheimateten und neu zugewanderten Kindern in Berlin, aber auch zwischen Jugendlichen und engagierten Erwachsenen. Aus wie vielen Mitgliedern besteht Ihr Verein und welche Projekte haben Sie? Wir haben momentan ungefähr 20 aktive Mitglieder, die auch organisatorisch uns unterstützen und darüber hinaus momentan ungefähr 100 aktive Ehrenamtliche, die sich als Trainerin unseren Sportangeboten oder als ehrenamtliche Mentorinnen für Kinder regelmäßig engagieren. Und was haben Sie da für ein Programm oder welche Projekte haben Sie? Unsere Angebote basieren immer auf 3 Bausteinen. Einmal Sport- und erlebnispädagogische Angebote in der Gruppe, also zum Beispiel regelmäßige AGs an Schulen oder Flüchtlingsheimen oder Ferienfreizeiten. Die zweite Säule ist das 1:1 Mentoring, also Engagierte treffen sich über einen Zeitraum von mindestens 8 Monaten einmal wöchentlich mit ihrem Mentee, also ihrem Schützling, und gestalten zusammen Freizeit, erkunden Berlin. Und die dritte Säule sind Berufsfelderkundungen, also Begegnungen mit Vorbildern, die schon im Berufsleben stecken, von ihrem Werdegang berichten, aber sich auch von den Kindern mit Fragen löchern lassen, um eben auf verschiedenen Ebenen so positive Vorbilder kennenzulernen. Und es sind aber mit Schwerpunkt Flüchtlinge, die Sie unterstützen? Also uns ist immer ein besonderes Anliegen, eben eine Vielfalt in unserem Verein zu fördern. Das heißt, die Kinder, die bei uns mitmachen, sind erstmal grundsätzlich Kinder, die in irgendeiner Form Förderbedarf haben. Und dementsprechend sind unsere Gruppen immer sehr gemischt. Und seit 2 Jahren sind es natürlich auch mehr Flüchtlingskinder, die in unseren Angeboten sind. Aber eben wirklich Kinder mit unterschiedlichsten Hintergründen, einfach aus Berlin. Und wie vielen Kindern konnten Sie schon helfen? Kann man das beziffern? Also wir haben vor kurzem unseren 5. Geburtstag gefeiert und haben seitdem schon 200 Mentoring-Tandems vermittelt und begleitet. Und es kommen jährlich immer mehr dazu. Und in unseren Sportangeboten, diesen Gruppenangeboten, sind schon über 300 Kinder, die wir wirklich individuell gefördert haben. Und wie muss man sich so ein Mentoring-Tandem vorstellen? Was passiert da genau? Also die werden von uns gematcht. Wir lernen natürlich die Ehrenamtlichen kennen, bilden die aus. Wir lernen die Familien kennen und führen Gespräche mit ihnen und ihren Familien. Und dann matchen wir die nach Interessen und natürlich auch nach zeitlichen Ressourcen. Und diese Tandems, die sich dann bei so einem Startfest kennenlernen bei uns, treffen sich dann für 8 Monate einmal die Woche und können frei nach ihren Interessen sich überlegen, wie sie die Zeit am liebsten gestalten wollen. Und das sind mal sportliche Aktivitäten, aber auch Mobilität gewährleisten. Also mal aus dem Kiez rauskommen, mal zum Brandenburger Tor fahren, ins Technische Museum gehen oder vielleicht auch mal zusammen kochen und backen. Je nachdem, wo sozusagen die Vorlieben des jeweiligen Tandems liegen. Also es geht darum, um Interessen, die schon da sind, zu fördern, aber natürlich auch ganz neue Interessen zu entdecken. Ihr Verein heißt Kein Abseits. Wie sind Sie auf den Namen gekommen und was drückt dieser Name aus? Also wie ich gesagt habe, ist der Sport bei uns ein wichtiger Baustein im Projekt, denn meine Mitgründer und ich waren damals so ein bisschen desillusioniert von der sehr verkopften Integrationsdebatte und haben gesagt, wir wollen was Konkretes machen, aktiv werden und haben dann selbst überlegt, was hat uns in der Vergangenheit geholfen bei der Entwicklung. Und da war Sport in Mannschaftssport für immer uns ein wichtiger Baustein. Sie hat Fußball gespielt, ich Hockey, und zusammen
zusammen haben wir immer zusammen in der Pause mit den Jungs gekickt. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eben auch den Sport als wichtigen Bestandteil bei uns reinnehmen und auch den Fußball natürlich damals. Und ja, dieses Wortspiel nutzen zu sagen, dass eben Bildungserfolg oder ein glücklicher Lebensweg nicht von der Herkunft, von der sozialen Herkunft abhängig bleiben darf. Und wir eben verhindern wollen, dass Kinder mit vermeintlich schlechten Startbedingungen später im gesellschaftlichen Abseits landen. Dem aus Bosnien stammenden Schüler Muhammed Hamidovic hat der Verein den Neustart in Berlin jedenfalls sehr erleichtert. Seit rund 8 Monaten trifft er wöchentlich seine Mentorin Agnes Kern, um zusammen die Hauptstadt zu erkunden, Deutsch zu sprechen und natürlich ganz viel Spaß zu haben. Doch wie kam es überhaupt zu diesem Mentoring-Tandem? Ich habe mich dafür interessiert, in meiner Freizeit mich ehrenamtlich zu engagieren und vor allem eigentlich gerne was mit Kindern zu machen und habe dann von einem Freund von diesem Verein gehört und bin dann zu den Gesprächen gegangen, die es für dieses Mentoring-Programm gab und ja, so bin ich dann quasi dabei gelandet. Ja. Und dann hieß es, sich sozusagen einen Tandempartner auszusuchen oder sich aussuchen zu lassen. Wie muss man sich das vorstellen? Genau, also es war tatsächlich wie so ein Vorstellungsgespräch, das ich hatte bei dem Verein. Und dann musste ich so einen kleinen Fragebogen ausfüllen, was ich gerne mache und was ich mir auch so vorstellen könnte. Und dann hat der Verein eben auch die Kinder gefragt, was die sich vorstellen können, was die gerne machen. Und dann hat der Verein geguckt, wer passt gut zu wem und hat uns quasi zugeordnet. Und dann haben wir uns bei einem kleinen Fest kennengelernt und wurden quasi so zusammengeführt dann bei diesem Fest. Genau. Ja. So, kannst du uns sagen, wo du herkommst und wie es für dich war, dieses erste Treffen mit deiner Tandempartnerin? Ich komme aus Bosnien. Ich lebe hier seit 1 Jahr und 4 Monate. Und ja. Und wie war dieses erste Treffen mit deiner Tandempartnerin? Ja, erstmal haben wir irgendwelche Karte gesucht. Danach habe ich gefunden, dass sie ist meine Mentorin. Und wie fandest du sie? Fandest du sie sympathisch? Wie war dieses erste Treffen? So gut, ja, normal. Und wie läuft dann das Programm seitdem? Also wie oft trifft man sich? Wo trifft man sich? Was macht man für Aktivitäten? Kann man das auch selbst entscheiden, was man machen möchte zusammen? Also man trifft sich einmal die Woche, den Tag vereinbaren wir immer. Wir hatten jetzt immer den Mittwochnachmittag und verbringt einen Nachmittag miteinander. Wir haben ganz verschiedene Sachen gemacht. Wir waren schwimmen, waren wir noch nicht, wollen wir unbedingt. Schlittschuhlaufen, es hat ja im Winter angefangen. Wir waren auf dem Fernsehturm, im Naturkundemuseum. Was haben wir noch gemacht? Jump-House. Im Jump-House, genau, Trampolinspringen. Ja, und wir überlegen eigentlich immer zusammen, was wir so machen wollen und wie wir die Zeit dafür haben und dann machen wir das. Ja. Was hat dir am meisten gefallen von diesen Aktivitäten und was wünschst du dir noch? So, am besten war, wenn wir waren im Fernsehturm und ganz Berlin habe ich gesehen. Und ich wünsche noch, dass wir so ein Museum besuchen oder so. Was für ein Museum? Hättest du da schon eine Vorstellung? Ich weiß nicht, so alte Traditionen oder so. Und geht es bei diesen Treffen mehr ums Deutschlernen, mehr ums Kennenlernen der deutschen Kultur oder worum geht es genau? Es geht, glaube ich, so um alles so ein bisschen. Also es ist schon nicht so, dass man Hausaufgaben zusammen machen soll oder eben Deutschunterricht geben soll, sondern eher in so einem spielerischen Vermitteln, indem man zusammen die Freizeit verbringt. Deutsch spricht natürlich und dadurch lernt er Deutsch, klar, aber es steht nicht im Vordergrund, würde ich sagen. Und es geht einfach darum, dass wir eine gute Zeit zusammen haben und ich lerne was von ihm und er lernt was von mir. So. Und lernt man da auch so ein bisschen seine Familie kennen? Also wird man da auch so ein bisschen in die Familie integriert? Ja, ich habe die Familie jetzt schon kennengelernt. Ich habe auch schon 2-mal was zu essen bekommen. Also es wurde gekocht für mich, das war total toll. Und wir haben auch bei mir schon mal Pizza gemacht. Jetzt, ja, genau. Also man taucht schon so ein bisschen in die Familie mit ein. Ja. Das heißt, es ist auch ein Austausch von Kulturen. Das heißt, Sie lernen ja auch die andere Kultur kennen. Ja, genau, auf jeden Fall so ein bisschen, ja. Und wie ist es für dich? Hast du da tatsächlich auch so gut Deutsch gelernt in dieser Zeit? Hat dir das auch viel gebracht? Ja, so ein bisschen, ja, mit Sie neue Worte üben und so. Und hilft dir das auch in der Schule? Ja, viel. Und hast du vielleicht über dieses Programm auch neue Kinder, also neue Freunde kennengelernt? Ja, viel hier auch vom Nerdklinik, die Kinder, die hier wohnen und so von verschiedenen Ländern auch.
Jetzt heute ist wieder ein Treffen, bei dem sich sozusagen Tandempaare aus dem kompletten Verein treffen. Worum geht es heute? Was haben Sie schon gespielt zusammen und was kommt noch? Heute machen wir zusammen eine Safari. Da verreisen wir in ein fremdes Land, in ein Land auf dieser Welt. Und heute geht es nach Tibet. Wir sind schon hingeflogen und haben alle einen Pass bekommen und ein Flugticket. Mohammed war der Pilot. Und jetzt haben wir zwei Leute da, die aus Tibet da sind und die uns ein bisschen was von ihrem Land erzählen. Und wir lernen Tibet ein bisschen kennen. Genau. Kanntest du Tibet vorher schon und was hast du heute erfahren über das Land? Nein, ich kannte nicht Tibet vorher. So Asien kenne ich schon, aber Tibet noch nicht. So, und wie soll es jetzt weitergehen? Also wie lange begleiten Sie sozusagen Mohammed noch? Wie lange wird diese Tandempartnerschaft noch aufrechterhalten? Also tatsächlich nur noch sehr kurz, offiziell. Am 16.07. ist das offizielle Abschiedsfest. Das ist gesetzt. Also dieses Programm geht 8 Monate lang übers Schuljahr. Und dann herrscht erst mal 6 Wochen lang Funkstille über die Sommerferien und danach können wir uns wieder treffen, wenn wir mögen. Also quasi außerhalb des Vereins, das läuft dann nicht mehr über den Verein, aber ja, das werden wir wahrscheinlich machen. Ne? Dass sich Agnes Kern und Muhammed Hamidovic auch in Zukunft treffen werden, steht fest. Denn keiner von beiden möchte mehr diese wertvolle, für beide Seiten bereichernde Beziehung missen. Wenn auch Sie sich als Mentorin bzw. Mentor engagieren möchten, können Sie sich unter www.kein-abseits.de über die Modalitäten informieren und so einen wichtigen Beitrag zur Integration und Bildungsgerechtigkeit in Berlin leisten.